Als nächstes hören wir Johann Fohn von den Piraten. Sehr geehrtes Jugendlandtagspräsidium, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Zuschauer auf der Tribüne und im Livestream. Ich will heiraten, wie wahrscheinlich die meisten hier auch. Wer hat noch nicht davon geträumt? Irgendwann mal hat man sein Leben komplett im Griff. Verliebt sich, bindet sich, vielleicht für immer. Kauft vielleicht irgendwann ein Haus, macht daraus ein Zuhause. Denn als dann das ein oder das andere Kind und verliebt sich erneut in eine Art, die man nicht für möglich gehalten hätte. Natürlich ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Manchmal leidet man für diese Liebe. Doch am Ende würde man sagen, es war es doch komplett wert. Und da ist die Ehe ein Bund fürs Leben ist, in guten wie in schlechten Zeiten, geht man diesen Weg gemeinsam. Bis zum Schluss. So zumindest in der Theorie. Und vermutlich gesehen durch eine extrem rosarote Brille. Aber bisher ist es ja auch nur ein schöner Traum. Ein Traum, den ich bei der jetzigen Gesetzeslage nicht verwirklichen kann. Denn ich falle nicht in das Raster, was diesen Traum der rechtlichen Ehe in Deutschland umsetzen kann. Denn ich muss einen Mann lieben. Muss. Nicht, weil ich es gewählt habe, denn ich versichere Ihnen, könnte ich wählen, ich hätte den einfachen, den heterosexuellen Weg gewählt. Dann müsste ich nicht jedes Mal die Blicke ertragen, wenn ich mit meinem Freund Hand in Hand durch die Stadt gehe. Doch hier geht es nicht um mich. Hier geht es um die vielen, abertausenden Menschen, die diesen gleichen Traum haben, die diesen Traum auch verwirklichen möchten, von ganzem Herzen. Denn Liebe ist eine Sache des Herzens, nicht des Geschlechts. Und genau das ist der Grund, aus dem wir verlangen, dass die rechtliche Ehe nicht an die Grenzen des Geschlechtes oder der Sexualität halten muss, sondern jedem Individuum offen steht. Wir sind der Meinung, dass ein Großteil der Bevölkerung diesem Thema weitaus aufgeschlossener gegenübersteht, als viele Politiker das wahrhaben wollen. Oder auch, ohne jemandem etwas Böses unterstellen zu wollen, falsch einschätzen. Das beste und aktuellste Beispiel hierfür ist Irland. Ein tief religiöses Land, das sich im Volksentscheid klar für die gleichgeschlechtliche Ehe ausgesprochen hat. Wie kann es also sein, dass ein ach so offenes und tolerantes Land wie Deutschland seinen Bürgern dieses simple Recht nicht zuerkennt? Ein beliebtes Beispiel ist, dass Parteien eine Bedrohung der vom Grundgesetz geschützten Ehe sehen. Ich verstehe dieses Argument nicht, der Bundesverfassungsgericht sieht also dieses Problem auch nicht. Wie beeinträchtigt denn die Schließung einer Ehe die andere? Ein anderes Argument ist, dass Kinder unabhängig davon, ob sie aus einer vorherigen Beziehung mitgebracht wurden oder in einer jeder gültigen Ehe unter normalen Bedingungen adoptiert wurden, mit Schwierigkeiten wie Mobbing von Kindern aus heterosexuellen Elternhäusern konfrontiert werden. Nun, da habe ich eine Gegenfrage. Wieso wird Kindern nicht beigebracht, zu Hause wie in öffentlichen Institutionen, zum Beispiel Schule, dass Mobbing generell falsch ist, dass Mobbing anstatt das Mobbing zu rechtfertigen, weil etwas neu und ungewöhnlich ist und als nicht normal angesehen wird. Es ist unsere Aufgabe, nachfolgenden Generationen die Qual zu ersparen, sich als nicht normal zu sehen, weil der Staat ihre sexuellen Präferenzen, ihre Liebe für jemand anders als einen heterosexuellen Partner, als nicht gleichwertig einstuft. So ist meine abschließende Bitte. Denken Sie nach, bevor Sie wählen. Denken Sie an Leute in Ihrem Umfeld, die sich vielleicht nicht trauen, ein Coming-out zu haben, weil die Grundstimmung doch eher negativ ist, zumindest in den oberen Rängen. Wir haben alle Vorträge gehört und ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass wir ziemlich geschlossen in einer Sache hier stehen.
Ich bedanke mich ganz herzlich.